Jetzt sollte ich vielleicht kurz noch auf die symbolische Darstellung dieser ganzen Geschichten eingehen. Also beispielsweise hier mein Detailausschnitt. Wie kann ich die Darstellung hiervon anpassen? Also ihr seht, es gibt hier so ein paar Eigenschaften zum Detailausschnitt. Es gibt Eigenschaften zum Grundriss, es gibt Eigenschaften zu einem Schnitt oder zu einer Ansicht. Die wirken sich aber nicht wirklich darauf aus, wie dieses Element an sich im Grundriss oder in der Ansicht oder im Schnitt, also auf meinen Plänen hinterher, repräsentiert wird. Das heißt, das hier, das, was ich hier sehe, das, was jetzt gerade blau gefärbt ist, wie kann ich das in seiner Darstellung eigentlich anpassen? Bei manchen Dingen kann man über die Typeneigenschaften gehen. Also man sieht hier so ein paar Eigenschaften, die ich hier einstellen könnte, zum Beispiel Beschriftung, Schnittbeschriftung. Aber das Grundlegendste mache ich eigentlich hier mit einem Menü Verwalten. Und hier habe ich unter weitere Einstellungen hier in diesem Bereich einige Geschichten, die ich ändern kann. Beispielsweise hier für Detailausschnittsbeschriftung. Kann ich sagen, ich habe meine Ecken lieber, lieber eckig. Und dann sieht das Ganze so aus. Oder ich bin ein Freund der absolut runden Ecke. Dann sieht das Ganze so aus. Das sind Dinge, da muss man wissen, wo man das in Revit findet. Ansonsten sucht man sich dumm und dämlich. Denkt einfach daran, hier gibt es bestimmte Tools, um auf die Darstellung dieser Ansichtssymbole letzten Endes zuzugreifen. Detailausschnitte, Ansichtsbeschriftung, Schnittbeschriftung. Das sind hier so die wichtigsten Geschichten. Dann gibt es natürlich noch die Raster. Die Raster kann ich über ihre Typeneigenschaften kontrollieren. Das heißt, hier wird mit Symbolen gearbeitet. Ich könnte hier beispielsweise sagen, ich möchte, dass meine Rasterlinien nicht von Kreisen umgeben sind, sondern einfach frei an den Achsen hängen. Oder ich könnte mir auch letzten Endes eigene Darstellungen erzeugen. Alle diese Geschichten hier finde ich im Projekt Browser unter Beschriftungssymbole. So, und wenn wir da beispielsweise mal gucken, haben wir hier den Grid Head. Das wäre quasi das Symbol, was hier an dieser Stelle verwendet wird. Ich kann das nochmal anstellen gerade. Typ bearbeiten. Grid Head Circle. Und das ist genau diese Familie hier. Und all diese Familien lassen sich bearbeiten. Das heißt, ich kann mir jederzeit mit relativ einfachen Mitteln eine andere Symbolfamilie erstellen, um die Darstellung meinen Bedürfnissen anzupassen. Beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie der Meinung wäre, ich hätte meine Rasterbeschriftung gerne in einer Ellipse statt in einem Kreis, dann kann ich das tun. Einfach indem ich hier mit dem Linienwerkzeug eine Ellipse zeichne statt eines Kreises. Chuck. Chuck, Kreis löschen, das Ganze speichern unter einem neuen Namen, zum Beispiel auf meinem Desktop. Dann nenne ich das Gridhead Ellipse, lade es in mein Projekt hinein. Dieses Ding finde ich jetzt hier im Projektbrowser als neue Familie. Und ich könnte jetzt einfach hier
die Typeneigenschaften meines Rasters bearbeiten, duplizieren und sagen Ellipse. Ordne hier mein neues Symbol zu, was ich gerade ins Projekt geladen habe und sage OK. Ich weiß nicht, ob das schöner ist, aber ihr seht, ich kann jetzt all diesen Rasterachsen diesen neuen Typ zuordnen. Ich könnte mir auch einen zweiten Typ machen, der für diese hier dann besser taugt, weil wenn ich das hier zuordne, dann seht ihr, dass es immer, also wenn ihr jetzt die Ellipse immer in die gleiche Richtung haben wollen würdet, dann müsstet ihr halt einen Typen für horizontal und einen für vertikal machen. So, und das Gleiche kann ich eben mit anderen Dingen machen, wie beispielsweise, was hatten wir hier noch? Levelhead beispielsweise, das wäre die wäre das Symbol für die Grundrisse bzw. die Geschossebenen in den Ansichten. Also dieses Symbol hier, all das kann ich austauschen. Es ist nicht so, dass das alles fest eingebacken ist in Revit. Man muss teilweise ein bisschen gucken, dass man die Sachen findet, aber es lässt sich alles anpassen.